Dass er den Weg zum Erfolg gefunden hat, beweist Rennfahrer Lewis Hamilton nicht nur auf der Rennstrecke, sondern mittlerweile auch auf den Laufstegen. Der Rennfahrprofi hat auch ein gutes Händchen für Mode und Design, was er im Zuge des Creative X Unity Events in Berlin unter Beweis stellt. An der Seite von Influencern, Pressevertretern und Fans wird hier die neue Frühjahrskollektion von Lewis Hamilton für Tommy Hilfiger 2019 vorgestellt. Im Bunte.de-Interview mit dem fünffachen Formel-1-Weltmeister geht es aber nicht nur um Mode, sondern auch um sein Steckenpferd Rennsport. Hier verrät uns der 34-Jährige, dass er von Anfang an ein großes Vorbild hatte, Michael Schumacher. Er war ein Vorreiter im Motorsport. Er war vermutlich der erste richtige Athlet. Er war sehr fokussiert auf Fitness. Er war den anderen körperlich haushoch überlegen. Er fand einen neuen Weg, sich fit zu machen und vorzubereiten. Und er hatte immer ein Auge fürs Detail, wie er mit dem Team zusammengearbeitet hat, seine Raffinesse im Rennwagen. Als Jugendlicher im Training schaute ich Michael jedes Wochenende zu. Er war unglaublich. Und Lewis hat es mit viel Ehrgeiz geschafft, mit seinem Vorbild Michael Schumacher auf Augenhöhe zu konkurrieren. Doch auf dem Weg dahin war es nicht immer leicht. Der Brite hat viel an sich gearbeitet und eine Menge geleistet, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Die Leute sehen immer nur den Erfolg. Es war wirklich nicht immer einfach für mich. Die körperliche Vorbereitung, die mentale Vorbereitung. Man arbeitet mit einem großen Team, die auf dich zählen. Deine Fans zählen auf dich, deine Familie zählt auf dich. Man hat wirklich viel Druck. Wenn ich nicht trainieren würde, wenn ich mich nicht so gut vorbereiten würde, um das Beste aus mir rauszuholen, werde ich nicht erfolgreich sein. Wie Lewis hat auch Michael Schumachers Sohn Mick in jungen Jahren seine Leidenschaft dem Motorsport gewidmet, um, wie sein Vater einmal, große Erfolge zu feiern. Welchen Tipp kann ihm Lewis mit auf den Weg geben? Ich würde ihm zwei Dinge mit auf den Weg geben. Sein Vater ist die Sportlegende schlechthin. Er sollte sich von seinem Vater inspirieren lassen. Es wie er machen. Er hat es richtig gemacht. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass Individualität so wichtig ist. Individuality is such an important thing.